Hi, Elli hier. Ich wollte euch noch ein paar Tipps geben zum Thema, was wir Anfang der Woche in der Gruppe hatten, nämlich was mache ich denn, wenn ein unangeleinter Hund auf mich zugerannt kommt. Ich fand eure Reaktionen ganz spannend. Es gab also die eine Gruppe, die gesagt hat, ist mir völlig wurscht, ich bleibe da ganz locker, mein Hund hat kein Problem. In dem Fall ist das natürlich super, also wenn eure Hunde kein Problem haben, an der Leine einen anderen Hund zu treffen, dann müsst ihr auch keins draus machen. Ganz wichtig wäre, wenn ihr Hundebegegnungen an der Leine zulasst oder wenn ein freilaufender Hund auf euch zugerannt kommt, dass ihr die Leine locker lasst. Ja, dass ihr nicht irgendwie die Leine schnell herholt, sondern dass ihr locker bleibt. Wenn ihr jetzt aber einen Hund habt, der vielleicht nicht so ganz entspannt mit Artgenossen ist, dann kann ich verstehen, dass man versucht, die Situation zu regeln. Und da möchte ich euch einfach ein paar Do's and Don'ts geben, also ein paar Informationen, was könntet ihr tun und was sollt ihr auf gar keinen Fall tun. Die Tipps, was ihr tun solltet, sind zum einen ruhig bleiben. Ich weiß, das klingt immer so banal und das ist in dem Moment auch ganz schwierig, aber glaubt mir, ruhig bleiben kann man lernen. Genauso wie ich gelernt habe, Hundetrainerin zu werden, genauso habe ich auch lernen müssen, mit schwierigen Hunden an der Leine in schwierigen Situationen ruhig zu bleiben. Das ist nichts, was ich von Natur aus in die Wiege gelegt bekommen habe, sondern das habe ich trainiert. Und das kannst du auch. Also, versuch in nicht so schwierigen Situationen, wenn andere Hunde in der Nähe sind, ruhig zu bleiben. Trainiere, die Situation zu regeln. Also trainiere, deinen Hund zu rufen, ihn zu dir zu holen, also quasi umzulenken von der Situation. Trainiere, dass du dich vor deinen Hund stellst, ihn quasi anschaust und ihm sagst, ich kläre das für dich. Trainiere vielleicht auch, wenn du Bekannte hast mit Hunden, die sich kennen, wo es keine Gefährdung ist, trainiere einfach mal den anderen Hund von dir wegzuhalten. Also lass deinen Hund absitzen und schick den anderen Hund mal weg und sag Stopp, nicht näher kommen. Die allermeisten Hunde, die einigermaßen sozialisiert sind, verstehen das nämlich. Was man auf gar keinen Fall tun sollte, ist hysterisch werden und schreien und laut werden. Ihr wisst das alle selber, wenn wir eskalieren, wird die Situation meist noch schlimmer. Das heißt, wenn ein unangeleinter Hund auf uns zukommt, dann sollten wir versuchen, einfach entspannt zu bleiben. Wenn ihr rumschreit, pusht ihr die Situation künstlich hoch und es kann sein, dass es dann zu einer Auseinandersetzung kommt, die vielleicht nicht entstanden wäre, wenn ihr cool geblieben wärt. Was ihr auch nicht tun solltet, ist nach dem anderen Hund zu treten oder zu hauen oder irgendwas zu machen, dass er wegbleibt. Denn das kann natürlich auch sein, dass der Hund dann nachher auf euch losgeht oder gerade deswegen auf euren Hund losgeht. Oder euer Hund vielleicht eine Aggression startet, weil ihr euch so völlig aus der Rolle benehmt. Ja, also wenn ihr ein souveräner Hundeführer sein wollt, dann müsst ihr eben einfach lernen, diese Ruhe und diese Souveränität zu bewahren. Natürlich gibt es auch mal Ausnahmesituationen, wo das einfach nicht gelingt. Wenn tatsächlich irgendein Vorfall ist, dass ein Hund wirklich auf euren Hund losgeht. Da gibt es aber auch kein Patentrezept für diese Situation. Und zum Glück passieren die ja relativ häufig. Wenn wir aber trainieren, locker zu bleiben und unseren Hund vielleicht vorher schon rauszuholen aus so einer Situation, dann passiert in den allermeisten Fällen nämlich gar nichts. So, das waren jetzt ein paar Tipps, was ihr tun könnt, was ihr nicht tun solltet, ganz kurz zusammengefasst. Ich hoffe für euch, dass ihr Hundebegegnungen entspannt regeln könnt. Wenn nicht, wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr euch natürlich jederzeit an mich wenden. Erzählt mir doch mal, wie ihr das bis jetzt macht und ob ihr da noch irgendwelche Fragen habt. Schreibt es einfach hier unten unter das Video und dann können wir das nochmal ganz kurz besprechen. Ein Tipp zum Schluss noch, beziehungsweise eine Sache zum Schluss noch. Natürlich können auch wir mal diejenigen sein, wo der Hund unangeleint zu einem anderen Hund läuft. Ich glaube, wenn wir mal ganz ehrlich zu uns sind, ist uns das allen schon mal irgendwann passiert, dass wir unaufmerksam waren und ein Hund von uns oder unser Hund flugs weggerannt ist zu einem anderen Hund. Sogar mir ist das schon passiert. In der Situation ist es natürlich super wichtig, dass ihr euren Hund zackig zurückrufen könnt, wenn ihr merkt, der andere möchte keine Hundebegegnung und dass ihr euch ernsthaft entschuldigt. Ja, ich glaube, dass viele Situationen viel, viel entspannter und glimpflicher ablaufen würden, wenn wir ehrlich damit umgehen würden und uns einfach entschuldigen würden. Ja, also wenn euch so eine Situation mal passiert,
Es ist kein Beinbruch, solange kein Beißvorfall passiert, aber dann müssen wir uns entschuldigen. Okay? Ich hoffe, ich konnte euch da einfach noch ein paar Tipps geben und wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Bis bald, eure Ellie. Ciao.